Kapitel 45 Sühne und Kommunikation. Seid erneut gegrüßt, ich bin Jeschua. Wir sprechen zurzeit über das Lehren der Wahrheit. Ich sagte, dass der Heilige Geist ebenso wie das Ego Logik benutzt. Der Heilige Geist kann allerdings nicht mit dem Ego kommunizieren, weil beide von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgehen. Ist die Trennung als Voraussetzung gegeben, folgt darauf logischerweise das Gedankensystem dieser Welt. Für die von euch, die glauben, dass Trennung möglich und wahr ist, kann es so aussehen, dass diese Welt tatsächlich vollkommen sinnvoll ist. Das ist der Hauptgrund, warum so viele von euch große Verständnisschwierigkeiten damit haben, wenn ich sage, dass diese Welt nicht wirklich ist, nicht existiert, nie existiert haben könnte und nie geschah. Aber der Heilige Geist benutzt die Logik und geht dabei von einem unterschiedlichen Satz von Voraussetzungen aus. Seine Logik ist ebenso klar wie die Logik des Ego. Es gibt allerdings einen wesentlichen Unterschied zwischen den zwei Gedankensystemen, den zwei Systemen der Logik. Dieser Unterschied ist äußerst einfach und dennoch sehr schwierig für dich in dieser Welt von Illusion und Raum und Zeit zu verstehen. Die Voraussetzungen des Heiligen Geistes basieren auf Wahrheit. Aus der Wahrheit entsteht ein Gedankensystem, das wahr ist. Das ist die wesentliche Sache, die du verstehen musst, wenn du die Botschaft des Heiligen Geistes hören möchtest. Sie besagt einfach dies. Die Wahrheit ist wahr. Nichts anderes ist wahr oder kann wahr sein. Es ist sehr einfach. Gott ist oder Gott ist nicht. Wahrheit ist wahr oder es ist keine Wahrheit. Jedes Gedankensystem, das Logik benutzt, wird zu diesem Schluss gelangen. Das siehst du natürlich sofort. Die wesentliche Voraussetzung des Heiligen Geistes bleibt also: Die Wahrheit ist wahr und muss wahr bleiben. Wahrheit stammt von Gott, der die eine Quelle ist, der die erste Ursache von allem, was ist, ist. Heute möchte ich über deine Aufgabe bezüglich der Sühne sprechen. Deine Aufgabe ist ganz einfach. Du gibst deinem Bruder das Geschenk der Schuldlosigkeit. Das ist alles. Ich sagte dir, dass ein Geschenk zuerst gegeben werden muss, um empfangen zu werden. Ich sagte dir auch, dass deine einzige Aufgabe bei der Sühne ist, sie für dich selbst anzunehmen. Aber du kannst sie für dich nicht annehmen, bevor du sie nicht gegeben hast. Nichts kann dein werden, ohne dass du es vorher weggibst. Aber die wahre Schönheit liegt hierin. Doppelpunkt. Du kannst nichts weggeben. Wenn ich dir sage, dass du zuerst geben musst, um zu empfangen, denkst du unwillkürlich innerhalb deines Zeitrahmens. Du denkst, dass du in einem Augenblick deiner Zeit das Geschenk der Schuldlosigkeit geben musst, damit du es später in deiner Zeit für dich selbst empfangen wirst. Aber Gott gab zuerst. Gott gab seinem Sohn zuerst das Leben. Ich sagte dir, dass es kein zuerst in der Zeit gibt, denn Zeit ist bedeutungslos. Es gibt nur ein zuerst in der Ewigkeit. Aber in Wahrheit, in der Ewigkeit handelt es sich bei dem zuerst nicht um deine Zeit und deine vorgestellten Uhren. Bei zuerst handelt es sich lediglich um die Ursache. Gott ist die erste Ursache,
also überhaupt nur Ursache. Aus dem Geben Gottes heraus entstand der Sohn Gottes, überhaupt nicht von Gott getrennt und nicht an zweiter Stelle, denn in deiner Zeit denkst du an erstens und zweitens. In Wirklichkeit jedoch gibt es nur Ursache und Wirkung, die absolut untrennbar sind. Es gibt tatsächlich eine Ursache und diese ist Gott. Es gibt tatsächlich eine Wirkung und diese ist der Sohn Gottes. Aber sie sind nicht getrennt. Und während Gott den Sohn erschafft, wird Gott zum Sohn und der Sohn wird zu Gott und das bist du. Wenn du also deinem Bruder Schuldlosigkeit geben möchtest, was deine einzige Aufgabe bei der Sühne ist, musst du zur Ursache werden. Wenn du zuerst geben möchtest, musst du zur Ursache werden. Dann kannst du deinem Bruder wirklich geben. Damit du Ursache werden kannst, musst du selbst die vollkommene Schuldlosigkeit des Sohnes Gottes erfahren. Dann wirst du hier in deiner Welt der Vorstellung deinen Bruder genauso schuldlos sehen. Dies ist in deiner Welt der Vorstellung das, was damit gemeint ist, deinem Bruder das Geschenk zu geben. Was du dann tust, ist in deinem Bruder die vollkommene Schuldlosigkeit zu sehen, die deine eigene ist. So erhältst du sie. Verstehst du das? Es ist für dich sehr wichtig zu erkennen, dass, wenn du ein Geschenk gibst, du dazu neigst, zu denken, dass du gibst, was du hast. Aber dies sind Worte von Raum, Zeit und Trennung. In Wahrheit musst du das Geschenk dessen geben, was du bist. Wenn Gott seinem Sohn das Geschenk des Lebens gibt, dann ist das Leben das, was Gott ist. Und wenn Gott das gibt, was er weiß, ist das, was Gott gibt, das Wissen selbst. Denn Gott muss das sein, was er gibt, und nicht das geben, was er hat. Verstehst du das? Wenn du also wahrhaftig deinem Bruder das Geschenk der Schuldlosigkeit geben möchtest, erkenne, dass es weit, weit mehr ist als deinen Bruder innerhalb deines Raumes und deiner Zeit als nicht schuldig zu sehen. Um Schuldlosigkeit zu geben, musst du das geben, was du bist. Du kannst nicht geben, was du bist, bis du diese vorgestellte Welt der Trennung und der getrennten Wesen transzendieren kannst. Um das zu geben, was du bist, ist es notwendig, es mit Gott zu geben. Aber es geht sogar über das Geben mit Gott hinaus. Wenn du von dir glaubst, neben Gott zu sein, wenn du dich selbst siehst, wie du teilhast mit Gott am Geben, stellst du dir dich immer noch getrennt von Gott vor. Während du das gibst, was du bist, nicht was du hast, und während du erkennst, dass du die Wirkung der Sohn Gottes zu Gott geworden bist, weil Gott dir sich selbst gegeben hat, dann, wenn du das Geschenk der Schuldlosigkeit gibst, gibst du dein Selbst. Du gibst das Geschenk, das auch Gott ist. So ist also deine wahre Aufgabe in der Sühne, das Geschenk der Schuldlosigkeit zu geben, das nicht etwas ist, was du hast, sondern das ist, was du bist, und darüber hinaus auch das, was Gott ist. Was du dann tust, ist durch dein Geben einen jeden Bruder zu dem zu bringen, was ich den Kreis der Sühne genannt habe. Und was bedeutet das?
Der Kreis ist schlicht ein Symbol, das etwas beinhaltet. In Wirklichkeit dehnt sich der Radius des Kreises in die Unendlichkeit aus. Es gibt niemanden, kein Wesen, das nicht innerhalb des Kreises ist, in diesem Augenblick und jedem Moment der Ewigkeit. Wenn du also innerhalb der Sühne tätig sein willst, wenn du das Geschenk der Schuldlosigkeit gibst, tust du das, indem du jeden einzelnen Bruder in den Kreis der Sühne hineinbringst. Aber wie machst du das? Du kannst einem Bruder, den du als unterschiedlich von dir wahrnimmst, nicht das Geschenk der Sühne geben. Du kannst ihm keine Schuldlosigkeit geben. Gott hätte einem von ihm getrennten Sohn kein Leben geben können. Die Natur Gottes, eben das Wesen Gottes, erfordert, dass dies nicht möglich ist, nicht geschah und niemals geschehen wird. Du kannst das Geschenk der Schuldlosigkeit nicht geben, während du immer noch den Bruder, dem es du geben möchtest, als anders als du, als getrennt von dir siehst. Während du also jeden Bruder in den Kreis der Sühne mit hineinbringst, ist das, was du deinem Bruder gibst, das Geschenk deiner eigenen Schuldlosigkeit, weil du deinen Bruder als vollkommen gesehen hast. Aber es geht sogar noch weiter als das. Du gibst wirklich das Geschenk deiner selbst. Während du dich selbst als Geschenk deinem Bruder gibst, wirst du ohne Anstrengung den Willen deines Bruders als deinen eigenen sehen. Aber ich sagte dir auch, dass jedes Wesen das Geschenk der Sühne gibt. Denn das ist deine einzige Aufgabe hier. Das ist alles, was du tun kannst, wenn sich auch die Form des Gebens von Bruder zu Bruder unterscheidet. Während du also das Geschenk der Sühne gibst, während du deinem Bruder das Geschenk der Schuldlosigkeit machst, musst du darüber hinaussehen. Du musst durch die Form hindurchsehen. Du musst das vollkommene Einssein sehen, die unleugbare Harmonie des Einsseins, die du mit deinem Bruder und mit der gesamten Schöpfung teilst. Während du das ohne Anstrengung tust, wirst du deinen Bruder in den Kreis der Sühne hineinbringen. Dadurch hältst du dich selbst ebenfalls darin. Wenn du deinen Bruder als von dir verschieden siehst und du ihm ein Geschenk geben möchtest, das du hast, und versuchst das, was du bist, von dem, was du geben möchtest, getrennt zu halten, stößt du deinen Bruder in dieser Wahrnehmung hinaus, hinaus aus der Harmonie des Einsseins der Liebe. Du stößt ihn hinaus aus dem Kreis der Sühne in eine vorgestellte Welt der Verlassenheit, des Alleinseins und der Trennung. Dann musst du dich dort in jener Welt ihm anschließen. Das ist das Bild der unwahren Illusion, die du diese Welt nennst. Wenn du von der Voraussetzung von Trennung ausgehst, siehst du die Welt, die du kennst, von der Warte, dem Gedankensystem des Ego aus. Deine Funktion in der Sühne ist, das Geschenk der Schuldlosigkeit zu geben, das du gibst, indem du selbst das Geschenk bist, und das du gibst, indem du deinen Bruder in den Kreis hineinbringst, indem du deinen Bruder veranlasst, zum Geschenk zu werden, das du gibst, was nur dein Selbst ist. Wie kannst du das hier in deiner Welt scheinbar tun? Denn innerhalb der Welt der Illusion
in der du Bilder von Körpern siehst, die getrennt zu sein scheinen, wie kannst du hier das Geschenk des Einsseins geben, das wahrlich das Geschenk der Liebe und das Geschenk der Sühne selbst ist? Wie kannst du das tun? Sehr wichtig, du tust es, indem du mit deinem Bruder kommunizierst. Ich sagte dir, dass du das Geschenk der Sühne nicht geben kannst, außer du gibst es mit Gott. Aber das heißt, dass du es mit dem Gott gibst, mit dem du eins bist. Wenn du also das Geschenk der Kommunikation geben möchtest, erfordert das, dass du dich innerhalb der Welt, der Form des Einsseins, das du teilst, öffnest. Wenn du das Licht der Kommunikation geben möchtest, ist es sehr wichtig, dass du diese meine Worte hörst. Du kommunizierst durch das Geben von Kommunikation. Du kommunizierst durch das Geben des Lichts. Wie ich dir bereits sagte, kannst du nichts bekommen, außer du gibst es zuerst. Wie gibst du also Kommunikation? Was du deinem Bruder gibst, ist das Geschenk seiner Freiheit, in deiner Gegenwart vollkommen offen zu sein, ohne Geheimnisse, ohne zu verbergen, ohne irgendeinen Wunsch oder ein Bedürfnis, überhaupt etwas verstecken zu wollen. Wie empfängst du Kommunikation? Natürlich, indem du sie weggibst. Wie gibst du diese Kommunikation deinem Bruder? Dadurch, dass du ihn mit Offenheit und Liebe annimmst. Dadurch, dass du ihn annimmst innerhalb der Bewusstheit, dass es keine Schuld gibt, dass es keine Trennung zwischen dir und deinem Bruder gibt. Du tust es dadurch, dass du aus der Bewusstheit herausgibst, dass die Sühne dich gelehrt hat, dass eure Willen gleich sind. Du tust es dadurch, dass du anerkennst, dass alles, was du in einer Form siehst, nur eine Entscheidung für die Sühne ist. Während du die vollständige Offenheit zu deinem Bruder ausdehnst, zu sein, zu denken, zu fühlen, sich auszudrücken, zu handeln, wie er will, ohne Urteil, ohne Verdammung, ohne dass du für dich ein Drehbuch darüber geschrieben hast, wie der Prozess der Sühne ablaufen sollte. Während du also vollständige Annahme zu deinem Bruder ausdehnst, wird er in deiner Gegenwart vollkommen frei. Es gibt kein Wesen, das auf diese Liebe, die nötig ist, um eine solche Offenheit anbieten zu können, nicht reagiert. Was ist jedoch, wenn du feststellst, dass dein Bruder nicht bereit ist, sich dir zu öffnen? Dann schaue nach innen. Du kannst sicher sein, dass du in dir einige Urteile, einige Klagen über deinen Bruder beherbergst. Denn wenn du, wie subtil auch immer, ein Programm darüber hast, wie dein Bruder leben sollte, dann kann er nicht offen zu dir sein. Eher wird er sich von dir angegriffen fühlen. Er wird spüren, dass du wünschst, dass er nicht frei sein soll, dass du ihm in deinem Einssein mit dir nicht vertraust, dass du dem gemeinsamen Willen, den du mit ihm teilst, nicht vertraust. Deshalb ist das Maß der Kommunikation immer das, was du gibst, und nicht das, was du bekommst. Während du deinem Bruder die vollkommene Freiheit gibst, zu sein oder was er zu erfahren wählt, ohne Urteil oder Verdammung, wird sich dir sein Herz, sein Wesen öffnen. Er wird sich in deiner Gegenwart geliebt fühlen. Dann wirst du erkennen, dass du in der Gegenwart der Liebe bist. Du wirst erkennen, dass Liebe das ist, was du bist und mit ihm teilst.
Diese Bewusstheit wird dich segnen. Du wirst bemerken, dass du dich deinem Bruder öffnest. In dieser vollkommenen Offenheit werdet ihr zusammenleben, umgeben vom Licht der Kommunikation, das das Licht der Liebe ist, aber das eigentlich nichts anderes als das Licht Gottes ist und das Licht des Lebens selbst. Denn das ist schließlich nichts anderes als das, was du und dein Bruder, was ihr seid. Ich segne euch, das ist alles.